JFT Just Fair and Direct. So, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, schon fast hier am Sonntag. Den welchen haben wir denn heute? Den 25.09.2022. Heute mal nicht als Livestream, sondern als Aufnahme, denn ich bin im Hotel, ich bin nicht im Büro und somit ist es hier, wie es in Deutschland leider Gottes teilweise immer noch häufig so ist, dass das Internet nicht ausreicht, um vernünftig zu streamen. Somit nehme ich das Ganze jetzt hier auf und werde es dann direkt danach hochladen. Also jetzt ist es hier bei mir um 11. Ich denke, so ab um 12 in etwa wird dieses Video dann auf YouTube von JFD zu sehen sein und dann können wir natürlich oder könnt ihr natürlich das Ganze euch auch später anhören. Der Inhalt wird natürlich der gleiche sein, denn am Wochenende mit der Trading-Wochenanalyse hier sind wir ja seltenst im Austausch, sondern ist ja von mir meistens so ein Monolog. Ich werde die vergangene Handelswoche mit dem Blick auf die Märkte, zum Beispiel DAX, S&P 500, Dow Jones, Euro und Gold so ein bisschen Revue passieren lassen. Da ist ja so einiges passiert und werden dann natürlich auch ein wenig in die folgende Woche schauen. Die Woche 39 sollte das sein, die Handelstage startend vom 26.09. bis, ich muss nochmal auf den Kalender schauen, bis 30.09. und somit ist der 30.09. kommende Woche Freitag dann auch der letzte Handelstag im September und dann geht es dann schon wieder in den Oktober. So schnell vergeht hier die Zeit. Wir wollen zusammen, und jetzt seht ihr gleich meinen Handelsbildschirm, erstmal ganz kurz auf den Risikohinweis blicken. Moment, wo haben wir den? Hier unten haben wir den. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups von ihr gegebenenfalls vortradet, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker JFD habt, dann wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch wie gewohnt natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, und dann switchen wir mal direkt nicht auf die Streaming-Software. Da seht ihr mich jetzt da schon, aber ihr seht mich doppelt, denn ihr seht mich ja jetzt irgendwie doppelt hier unten links. Das können wir jetzt wegklicken. Und jetzt seht ihr mich trotzdem. Ich habe versucht, mal die Kamera hier jetzt auch mitzunehmen heute ins Hotel. Ich bin in München. Ich darf heute die Ehre haben, das Oktoberfest hier zu besuchen und mal gucken, wie es wird. Ihr könnt gerne auf meinem Instagram-Kanal mir da ein wenig folgen. So ein paar Stories lade ich ja da immer mal hoch und morgen geht es dann wieder Richtung Heimat und dann bin ich ab Dienstag dann, somit dann auch gleich der Hinweis darauf, morgen wird es keine Streams von meiner Seite geben. Der Andreas wird am Nachmittag den Live-Training morgen hosten. Ich werde morgen noch nicht live sein, dann ab Dienstag geht es von meiner Seite wieder los. Erstmal ganz kurz der Blick auf den YouTube-Kanal von JFD auf die Trading-Wochenanalyse. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr es euch natürlich anschaut. Aber natürlich hier auf diesem YouTube-Kanal findet ihr ja auch dann A, nicht nur die Trading-Wochenanalyse, sondern B, entsprechend auch die Streams. Morgen wird der Christian Kämmerer um 9.30 Uhr natürlich live dabei sein, die Währungs- und Rohstoffmärkte mit euch screenen mit dem Devisenradar um 9.30 Uhr. Und dann gibt es natürlich dann ab Dienstag auch wieder die Streams, so wie es dann am Ende, Moment, wo haben wir die Maus, so wie es am Ende dann auch hier auf dem Webinare und Eventkalender steht. Die Streams DAX Long oder Short und US Opening Bell werden hier morgen früh noch rausgestrichen. Live-Training morgen um 15.30 Uhr und dann geht es ab Dienstag wieder mit Volldampf los, auch mit einigen Sonderwebinaren, die Informationstrader Dr. Hamid Esnahashari zum Beispiel wird um 18 Uhr hier wieder online sein und mit euch sprechen. Ich werde mit dem lieben Marco von Mada Trading um 14 Uhr eine Marktbesprechung haben, dann eben entsprechend die Streams der Live Trading Room. Scrollt einfach nach unten, dort wird es in der kommenden Handelswoche wieder einiges geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, wenn wir uns da sehen oder zumindest von meiner Seite hören oder ihr hört mich in den Webinaren und seht mich in den Streams. So, Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche vielleicht erstmal ganz kurz zurück. Rückblickend, warum eben einige Ereignisse auch in der kommenden Handelswoche wichtig sind für die kommende Handelswoche. Wir hatten in der vergangenen Handelswoche so einiges an Zentralbankentscheidungen. Wir hatten die SNB, die Schweizer National Bank, wir hatten die Bank of Japan, wir hatten die Bank of England und wir hatten natürlich die Federal Reserve, die Zentralbank der USA. Allesamt außer Japan, da kommen wir gleich nochmal kurz darauf zu sprechen, haben ihre Zinsen angehoben. Teilweise wie erwartet, teilweise ein wenig unterhalb der Flüsterschätzungen, gar nicht mal jetzt hervorhebend, was das nun wieder ist, aber schlussendlich ist es so, auf der Welt heben die Zentralbanken die Zinsen an und das ist eben im Allgemeinen nach wie vor definitiv nicht gerade der positivste Punkt für die Aktienmärkte, außer Japan. Die haben natürlich gesagt, das hatten wir auch in den letzten Wochen, Monaten immer wieder beleuchtet, dass Japan auch aufgrund der noch nicht so starken inflationären Entwicklung dort, dass sie eben die Zinsen nach wie vor nicht antasten, geringe Zinsen haben. Und wenn dann eben eine Zentralbank aus den USA entsprechend sagt, aber wir heben so richtig stark die Zinsen an, dann ist das für das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen oder japanischer Yen, US-Dollar, wie auch immer man es sehen möchte, auf jeden Fall Schwäche japanischer Yen und Stärke
US-Dollar. Und dann kam ja die Sondersituation in der vergangenen Handelswoche, da dann eben die japanische Notenbank gesagt hat, okay, das ist uns jetzt alles ein bisschen zu viel. Sie hatten es schon angekündigt vor vielen Monaten, wir intervenieren. Das kam in der vergangenen Handelswoche und das hat nun die Situation für den japanischen Yen durchaus auch mittel- bis langfristig geändert. Da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber die Zentralbanken im Allgemeinen sind natürlich nach wie vor sehr, 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 sehr stark im Fokus und sollten sehr, 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 sehr stark auch weiterhin in Betracht oder betrachtet und beachtet werden, alles, was irgendwie von Zentralbanken kommt. Und wir sehen jetzt hier schon, dass wir in der kommenden Handelswoche so einiges von der EZB, von der Präsidentin Christine Lagarde bekommen werden. Das wäre Jerome Powell am Mittwoch um 16.15 Uhr nochmal redend hören. Und das sind natürlich wichtige Ereignisse für die kommende Handelswoche. Montag auch der Bank of Japan Präsident Kuruda spricht. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil ich hatte es gerade schon gesagt, dass die Bank of Japan da gerade so eine Sondersituation hat. Wohlgemerkt auch dieses Intervenieren für die Schweizer National Bank auch immer ein Thema ist. Und da können wir in der kommenden Handelswoche nochmal so ein wenig drauf eingehen, auch auf diese verschiedenen Währungen, Schweizer Franken, japanischer Yen, wo ist da der sichere Hafen, wo sollte sich das im Allgemeinen jetzt hinbewegen, was bedeutet das jetzt eigentlich, diese ganzen Zentralbankveränderungen für die jeweiligen Währungen, das ist ein bisschen zu viel für die Wochenanalyse, aber das erwartet euch natürlich in den täglichen Formaten, somit seid da gerne mit dabei. Wir sehen eben, wie gesagt, einiges von Zentralbanken, wir sehen auch einiges von den Verbraucherpreisen in der kommenden Handelswoche aus Deutschland, aus der EU und am Ende dann eben, nee, aus den USA gar nicht, aber Deutschland und EU. Also wir werden die Inflationsdaten aus Deutschland und aus der EU bekommen und da gilt es dann natürlich eben ganz genau drauf zu schauen, denn die EZB, Christine Lagarde, muss natürlich mehr und mehr eben auch nicht nur vorher, sondern jetzt noch mehr darauf schauen und entsprechend haben wir dort schon einen schärferen Ton bezüglicher Zinsanhebungen seitens der EZB und wenn natürlich die inflationäre Entwicklung bei uns in der Eurozone Deutschland auch natürlich sehr, sehr wichtig, weil Deutschland eines der Zugpferde ist für die EU natürlich. Und wenn in Deutschland die inflationäre Entwicklung hoch ist, dann ist das eben auch sehr wahrscheinlich, dass das die EU-Zahlen ebenfalls mit nach oben hebt. Und das ist das, was die EZB in irgendeiner Art und Weise ja bekämpfen muss. Und wenn diese schlechter werden, wenn diese sogar zweistellig werden könnten oder die Tendenz in Richtung zweistellig geht, nicht gut, gar nicht gut und die EZB muss dagegen was tun und wenn die EZB nach wie vor auch weiterhin signalisiert, ey, wir werden da eben ein bisschen Gas geben, bedeutet das eben auch erstmal weiterhin auf unserer Liste für den DAX eher negatives Zeichen als dann positives. Euro-US-Dollar ist nochmal so ein Fall für sich. Der Dollar hat eben auch durch die japanische Notenbank, durch die Fed entsprechend weiterhin enorme Stärke gesehen, da werden wir gleich mal drauf schauen. Aber das sind jetzt erstmal andere Punkte. Jerome Powell, wie gesagt, 16.15 Uhr sprechend. Dann haben wir nochmal so ein paar andere Dinge. Bruttoinlandsprodukt annualisiert, wie gesagt, Verbraucherzahlen, einiges. Schaut einfach rein. Wir werden das in den täglichen Formaten tun. Für Montag, da wo ich dann erstmal nicht da bin, EZB, Christine Lagarde, 15 Uhr, 7.35 Uhr. Dann der japanische Notenbankpräsident Kuruda spricht. Das ist, wie gesagt, für den japanischen Yen am Ende interessant. Ähnliches, noch natürlich ein wenig mehr in die Tiefe gehend, ohne das jetzt eben en Detail zu besprechen. Das wird dann immer ein bisschen zu viel. Sehen wir natürlich auf der Seite von Forex Factory. Hier habe ich es nicht nur so kategorisiert, dass wir nur die wichtigsten Ereignisse sehen, sondern hier können wir auch so ein bisschen immer täglich so in die Tiefe gehen. Stichwort News Trading, wobei das so ein bisschen übergeordnet zu werten ist, aber hier gibt es natürlich eben auch noch andere Ereignisse, die dann eben für die ein oder andere Währung oder auch für den ein oder anderen Index natürlich herauskommen, wichtig sind und ja auch mehr und mehr auch viele Dinge, die sonst gar nicht so wichtig waren, Beachtung finden sollten. Ich bin über die Headlines jetzt ein bisschen in der Vorbereitung drüber gegangen, habe gesagt, okay, was erwartet uns da dort, was ist vielleicht wichtig für euch, was ist erwähnenswert? Grundsätzlich sind es im Übergeordneten nach wie vor natürlich die Kernthemen, die uns beschäftigen. Energiekrise, Ukraine, Russland, die Thematik des Krieges dort, die Thematik der Generalmobilmachung seitens Wladimir Putins, wo er dort die ganzen Reservisten einbezieht. Er möchte dadurch natürlich erstmal Stärke symbolisieren, aber er hat sicherlich eben auch damit was vor. Er möchte dort entsprechende Regionen für sich einnehmen und das ist natürlich eine Thematik, die eine Wichtigkeit hat. Auch das Wort der atomaren Angriffe oder dieser Faktor, der spielte in der vergangenen Handelswoche unter anderem eine Rolle und da müssen wir natürlich weiterhin darauf schauen, wie ist dort der Ton? Denn das war auch in der vergangenen Handelswoche einer der Punkte, der so ein bisschen zumindest aufs Gemüt drückte und entsprechend auch einer der Punkte war, warum die Märkte in der vergangenen Handelswoche wirklich ordentlich nach unten drifteten. Den Kernpunkt
da sorgte die Fett dafür, aber es sind natürlich auch noch viele andere Punkte, die dafür sprachen, dass es nicht gerade die Aufwärtsseite ist, die dort irgendwo so federführend sein sollte, sondern eher die Abwärtsseite. Und da sind es halt solch Oberpunkte, die dann eine tragende Rolle spielen. Und natürlich auch bei uns in Europa die Energieproblematik, das sind ja keine neuen Themen. Das sind alte Themen, oder nicht alte, aber Themen, die uns ja in den letzten Wochen und Monaten immer schon wieder beschäftigten und die nach wie vor nicht zu 100% gelöst sind. Fragezeichen ohne Ende gibt es bezüglich dieser Themen und somit sind diese auch wichtig. Man findet zumindest auf handelsblatt.com zum Beispiel jetzt hier nichts, wo ich sage, das ist jetzt ein zusätzliches Thema oder ein Thema, was uns sehr, sehr stark weiterhin beschäftigen sollte. Da findet man nicht so sonderlich viel. Und wenn man jetzt eben zum Beispiel auch auf Bloomberg.com schaut, liest man zum Beispiel hier Eurozone, Inflation Richtung 10% laufend. Ah, die EZB muss aufpassen und wird auf die Probe gestellt. Das sind Dinge, man liest eben auch Headlines bezüglich der Fed. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt sind die 10-jährigen Staatsanleihen aus den USA mittlerweile merklich oberhalb von 3%. Aber, und das hatte ich schon am Freitag, glaube ich, mal gezeigt, sind jetzt eben auch die 10-jährigen Staatsanleihen Bundesstaatsanleihen, also die bei uns hier in Europa, beziehungsweise eben auch die europäischen Staatsanleihen, Deutschland in diesem Fall hier, die 10-jährigen Staatsanleihen aus Deutschland sind jetzt wieder aus dem negativen Bereich. Die waren ja über einen wirklich längeren Zeitraum uninteressant. Auch schon bevor wir quasi mit der Corona-Pandemie starteten, sind die 10-jährigen Staatsanleihen für Deutschland zwar immer noch positiv gewesen, aber wirklich mega, mega uninteressant. Es gab so gut wie keine Prozente, wenn man eben in Staatsanleihen investierte. Es gilt ja als sicherer Hafen in diesbezüglich, dass man eben nicht so ein großes Risiko hat. Ja, wenn man dem deutschen Staat quasi Geld leiht, erwartet man eben auch, dass man seine Kohle wiederkriegt, plus die entsprechend versprochenen Zinsen. Ja, und erst wenn Deutschland pleite gehen sollte und dann eben ihre Anleihen nicht mehr zurückbezahlen kann. Das, was jetzt zum Beispiel Russland teilweise, wo immer die Frage ist, können die ihre Anleihen überhaupt noch zurückbezahlen? Bis dato selbst Russland konnte das. Und da gab es zwar zwischendurch immer Diskussionen, aber die schafften das auch noch. Und Deutschland gilt da als viel, 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 viel sichererer Hafen. Und wenn wir dort für wirklich eigentlich annähernd 0% Risiko 2% bekommen, ist natürlich für viele, viele Marktteilnehmer, gerade für große Marktteilnehmer, durchaus sehr, sehr interessant. Und dann müssen wir eben schauen, okay, in welche Richtung geht diese Reise weiter? Aktuell 2%. Wir sehen, wir kommen ganz langfristig betrachtet, 70er, 80er, 90er Jahre, aus viel, viel höheren Niveaus. Vielleicht laufen wir da auch wieder hin. Mal gucken, was die EZB sagt. Aktuell, die USA zumindest in der vergangenen Handelswoche ja gesagt, okay, wir werden noch stärker wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, was dann eben diese Dotplots, was wir uns dort anschauten, also die Vorhersage für die nächsten Jahre, durchaus nochmal nach wie vor angehoben hat. Und nun sieht es so aus, als würden wir dieses Jahr schon in Richtung der 4%, gut 4% laufen von den Zinsen in den USA. Nächstes Jahr dann durchschnittlich sogar nochmal ein Stück weit höher, 4,5%. Mal gucken, wo wir da in der EZB oder in Europa hinlaufen. Wir haben es natürlich hier ein wenig schwieriger, ohne das jetzt noch ein wenig hervorzuheben, aber steigende Staatsanleihenzinsen, um es einfach zu sagen, sind für den Aktienmarkt definitiv nichts Positives. Von daher, das werden wir weiterhin auf dem Schirm haben und das hatten wir auch in den letzten Wochen, Monaten ja immer schon auf dem Schirm. Fear and Greed Index, vielleicht schauen wir da jetzt wieder mal ein bisschen öfter drauf. Wir sind jetzt aktuell in diesen Extreme 4 Bereich rutschend. Gut, 24 ist jetzt noch kein Wert, dem ich jetzt großartige Aufmerksamkeit schenke, aber wir wissen, wenn wir mehr und mehr in so einen Bereich kommen, wo wirklich die Ängste größer und größer werden, in Kombination natürlich mit dem, was makroökonomisch und charttechnisch passiert, können das Regionen sein, wo man, das ist jetzt sehr, 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 sehr aggressiv und dann muss es der Chart auch wirklich zeigen, aber wo man dann durchaus hin und wieder mal gucken kann, okay, wenn da aggressive Bewegungen auf der Unterseite kommen, vielleicht sogar mal antizyklisch natürlich gegenzuhalten, beziehungsweise wenn das Chartbild sich vielleicht dreht in gewissen Bereichen, dass man vielleicht sogar mal die Longseite handeln kann, allerdings dann wirklich mit einem anderen Trade-Management, mit anderen Gedanken als die Shortseite, weil das ist, wie ja erwähnt, eigentlich noch die federführende. Aber das ist halt der besondere Bereich, wenn wir so in den Extreme 4 Bereich kommen, dass ich da durchaus das zumindest im Grundkern, ohne jetzt schon eindeutig dort irgendwas hervorzuheben, im Grundkern mir das erlauben würde, dass man eben vielleicht sogar dort mal im Daytrading natürlich gegenhalten könnte. Ich stelle euch in den Chat mal, nee, das kann ich euch gar nicht in den Chat stellen, wir sind nicht live. Googelt mal Investor Standby Big Yen Short Desperate Bank of Japan Intervention. Es geht um die Intervention der japanischen Zentralbank und einfach hier mal, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu verstehen, gibt es bei Financial Times hier einen Artikel, den ich euch jetzt eigentlich im Chat zur Verfügung stellen wollte. Vielleicht packe ich es später einfach unterhalb des Videos in die Videobeschreibung. Mal gucken, ob das funktioniert, diesen Link.
Und lest euch das mal durch. Da ist so ein bisschen das Ganze beschrieben, weil wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Ich kann das jetzt immer nicht alles neu und neu betrachten. Auch wenn, was ich euch nochmal reinstelle, wäre hier das Statement der Schweizer National Bank. Also die haben vergangene Handelswoche dann auch die Zinsen angehoben. Hier ist die Besonderheit auf der einen Seite, dass wir auch aus dem negativen Zinsbereich in den positiven Zinsbereich seitens der Schweizer National Bank liefen. Und dass auch das Intervenieren der Schweizer Nationalbank definitiv nach wie vor im Fokus steht und eben definitiv jederzeit passieren könnte, allerdings mit einem anderen Problem. Der japanische Yen, ja, wo ja auch interveniert wird, der ist sehr, 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 sehr schwach. Und der Schweizer Franken ist auf der anderen Seite sehr, 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 sehr stark. Nun wird sich das Ganze höchstwahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad für den Yen ändern. Diese Schwäche könnte sein, dass die jetzt erstmal so ein bisschen aufhört. Die große Frage ist, ob die Stärke auch durch das Intervenieren oder durch die aktuelle Grundsituation im Allgemeinen weltwirtschaftlich, ob diese Stärke des Schweizer Frankens eben wirklich nachlässt. Ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, aber lest euch gerne mal hier das entsprechende Statement zu der Zinsentscheidung durch. Ist im Unterricht interessant. Und vielleicht nochmal abschließend, bevor wir jetzt auf die Charts gehen, der Blick auf den Dollarindex. Ich habe hier mal das Ganze nochmal wirklich sehr, sehr stark zusammengeschoben. Wir haben einen sehr, 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 sehr schwachen Euro im Gegensatz zum US-Dollar. Wir sehen hier wirklich merkliche Tiefs. Auch gerade bis zum Ende der Handelswoche ging es dann nochmal ordentlich nach unten. Wir sehen generell zu weiteren anderen Währungen, dass der Dollar enorme Stärke sieht. Und das symbolisiert hier dieser Dollarindex. Und ihr seht, wenn wir das jetzt wirklich im längeren Fokus sehen, dass so die 2000er-Wende oder die Jahrtausendwende, dass wir dort schon mal im Bereich vom Dollarindex so 1, fast eher doch 1,20 waren und dann wirklich über die letzten 20 Jahre einmal richtig schön nach unten liefen und dann so eine ganz, 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 ganz langsame Aufwärtstendenz mit vielen, vielen Seitwärtstendenzen. Also da hatten wir wirklich über einige Jahre manchmal wirklich Seitwärtsphasen im Euro, im Dollar drin und jetzt sind wir eben am Ende, seht ihr ja diesen letzten Haken, hier wird er wirklich ordentlich am Steigen mit Bewegungshochs und wir merken eben, der Dollar, allein natürlich auch durch die Fed-Zinsentscheidungen, der wird hier stärker und stärker und dieses Intervenieren des japanischen Yens, das ist jetzt auch nochmal so ein kleiner Katalysator, so ein kleiner Turbo, der das zumindest jetzt erstmal kurzfristig weiter anheizt. Und wir sehen, dass wir jetzt hier eben rein charttechnisch auch in Bereiche kommen, wo auch nach oben erstmal noch Luft wäre, was rein charttechnisch allerdings dann eben auch mal so ein bisschen bremsen kann. Hier allerdings wäre ich erstmal vorsichtig mit dem Gegenhalten, also da muss wirklich schon ein klares Bild kommen, dass charttechnisch mal eine nutzbare Gegenbewegung kommt. Nichtsdestotrotz, sowas ist natürlich auch hier möglich, aber schauen gleich charttechnisch nochmal drauf. Ganz kurz nur abschließend der Blick auf die Volatilität. Logischerweise mit den abfallenden Aktienmärkten ist die in der vergangenen Handelswoche dann auch mit nach unten gekommen. Jetzt blicken wir mal ganz kurz auf den S&P 500. Es ist links das Dunkle und rechts ist der DAX. Und die Besonderheit oder der Unterschied beider Märkte ist, dass wir im S&P 500 die Jahrestiefs noch nicht erreicht haben. Wir haben sie annähernd angelaufen, sind allerdings noch nicht darunter. Und der DAX, hier wie in Europa, da ist ja der DAX natürlich auch einer der großen Märkte, den kann man fast als Symbol für quasi Europa auch nehmen. Das ist der S&P hier auf der linken Seite, wo ich jetzt gerade die zwei Punkte mache. Da seht ihr, der letzte Punkt, das Tief der vergangenen Handelswoche, ist noch ganz, 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 ganz knapp oberhalb der Jahrestiefs. Und hier im DAX waren die Jahrestiefs quasi hier ausgebaut im Juni oder Juli, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Und wir sind jetzt quasi hier schon wirklich merklicher darunter gewesen, haben zwar ein bisschen dann wieder Stärke gefunden von den Tiefs, aber wir sehen, dass wir erstmal darunter sind. Und hier kommen wir dann erstmal auch zu dem Kernthema. A, die US-Märkte, die sind schwach, auch Freitag wieder ein bisschen erholend, aber ich denke, es ist relativ eindeutig, dass wir eine übergeordnet wirklich sehr, sehr eindeutige Abwärtstendenz haben, dass hier natürlich der Kernpunkt die Zentralbankentscheidung ist. Und wir müssen eines verstehen, oder ihr müsst eines verstehen an dem Punkt, ist, dass eben natürlich diese Zentralbankentscheidung in der vergangenen Handelswoche Mittwoch klar war, dass das dann eben passiert, dass dann eben auch wirklich der Ton nochmals nach oben angehoben wurde und das nun eben ein Unterstreichen dessen war, dass eben ja zukünftig es nicht geringere Zinsen erstmal geben wird und dass wir wirklich auch im kommenden Jahr erstmal eher mit steigenden Zinsen zu rechnen haben und erst im übernächsten Jahr eventuell und sehr, sehr stark angelehnt an die Entwicklung der entsprechenden Inflation, dass es dann eventuell mal in die Richtung gehen könnte, dass die Zinsen gesenkt werden, dass es dann auch mal wieder die Kurve nach unten geht. Und das ist eben wirklich nochmal wirklich ganz klar gesagt worden, es geht weiter nach vorne. Wie gesagt, das ist im Allgemeinen vorhin auch so ein bisschen erklärt, wenn ich für Staatsanleihen oder für Anleihen am Ende gutes Geld bekomme und es halbwegs sicher ist. Und ich merke hier, für den Aktienmarkt ist das alles, das Umfeld irgendwie nicht so rosig, dann ist es halt so, dass die Aktien an Interesse verlieren, entsprechend dadurch natürlich Verkäufe auch mitunter immer wieder mit Druck stattfinden. Naja, das führt zu fallenden Kursen. Und somit ist es in meinen Augen auch durchaus realistisch, dass auch der US-Markt, und heute nehmen wir beides mal so ein bisschen zusammen, dass der natürlich die Tiefs angreifen kann.
Charttechnisch, na klar, da auch erstmal kurz eine Bremse stattfinden kann. Das, was wir für den DAX ja auch sagten, ja, wir müssen erstmal gucken, wie der an den Tiefs umgeht, ja, mit den Tiefs umgeht. Die Bremse kann da stattfinden, was dann vielleicht auch den DAX mal auf der anderen Seite mal kurzzeitig bremst, aber im Allgemeinen, ja, ist es durchaus denkbar. Und schaut mal, das ist ähnlich gleich, schauen wir in den DAX drüber. Wir haben hier im S&P 500, so 2020, da hatten wir hier so eine relativ scharfe Aufwärtsbewegung, die dann hier unten, dann oben erstmal so ein bisschen zum Zucken kam, ja, so, und dann ging es nochmal runter, dann ging es hier erst irgendwann weiter. Also wir sehen, dass wir jetzt quasi hier zwar also auch für uns jetzt so einen charttechnisch nicht ganz unwichtigen Bereich haben. Ich zeichne das mal im Großen rüber, das ist jetzt ganz schematisch, relativ groß eingezeichnet. Und wir sehen, dass dieser Bereich quasi ja jetzt auch bremste, so aus der Charttechnik auch teils abzulesen. Und dann haben wir diese Hochs hier noch, das ist in etwa, Moment, das ist der Bereich hier, den zeichne ich auch nochmal, na, das geht jetzt wieder nicht so richtig, wie das will. So, das ist der Bereich hier, der ist auch charttechnisch nochmal nicht ganz so unwichtig. Und dieser komplette Bereich, der ist schon durchaus bremsend für den US-Markt, aber darunter. Und durchaus möglich. Guckt mal, wie wir nach unten laufen. Und das ist jetzt nicht zwingend nur für die kommende Handelswoche zu sehen, aber hier kann es sein, dass wir jetzt so ein bisschen zum Bremsen kommen. Also ein bisschen vielleicht zickzack sehen, die Tiefs vielleicht nicht ganz so stark ausgebaut werden. Aber wenn wir dann irgendwann durchgehen, dann ist es möglich, dass es dann einen nächsten Schub auf der Abwärtsseite gibt. Allein, weil einfach die Vergangenheit hier sehr, sehr schnell abwärts, hier sehr, sehr schnell aufwärts, dann wieder hier sehr, sehr schnell aufwärts und sehr, sehr schnell abwärts und der letzte Fall auch wieder sehr, sehr schnell aufwärts. Also da war in der Vergangenheit in dieser Area auch schon mal sehr, sehr viel Bewegung und warum soll das nicht auch wieder so stattfinden? Es ist zumindest charttechnisch und auch volumentechnisch durchaus begründbar, dass das so sein kann und auch die Story dahinter, dass alles irgendwie nicht so rosig aussieht, würde zu diesem Bild ja passen. Bedeutet, gucken, neue Bewegungstief denkbar, das Angreifen der Tiefs denkbar, dass wir natürlich dann immer wieder auch kleinere Stärkephasen bekommen könnten. Heißt nicht, dass man zwingend long gehen muss, aber wenn man Shorts hat, ja, dass man eben darüber nachdenkt, wenn er neue Tiefs ausbaut, wenn er dann eben auch in kleinere Unterstützungen reinläuft, mal vielleicht mit Teilgewinnen arbeiten, vielleicht sogar mal mit einem kompletten Take-Profit, je nachdem, nach Uhrzeit, nach Handelstag, nach eigener Idee. Das wäre die Idee für den S&P 500 im DAX. Und somit machen wir das Ganze heute mal so ein bisschen rückwirkend. Also der US-Markt, der auch gerne so ein bisschen bis zu einem gewissen Grad federführend für den DAX sein kann, gerade am Nachmittag, den hatten wir uns jetzt angeschaut. Der DAX hingegen, der ist schon in diesem Bereich drin, den ich gerade auch mehr oder weniger charttechnisch so ein bisschen gezeigt hatte. Das ist hier auch mal so eine sehr, sehr schnelle Aufwärts- und Abwärtsbewegung gewesen im DAX. Entschuldigt bitte. Und da kommen wir quasi jetzt auch mit dem DAX rein. Und von daher ist es hier denkbar, dass wir relativ zügig auch im DAX die Abwärtsseite weiter sehen können. Ja? Und dass dann eben die jeweils Schwächephasen im S&P ein bisschen zu ausprägenden Bewegungen im DAX führen könnten. Das war in den letzten Monaten eigentlich generell schon immer so, dass der DAX, weil wir einfach hier in Europa noch größere Probleme haben als in den USA, dass das jetzt auch im DAX eh schon immer so ein bisschen stärker auch immer mal so eine Abwärtsbewegung ausprägend war. Allerdings auch in der vergangenen Handelswoche mal so eine Übertreibung nach oben auch mal ein bisschen stärker war als im US-Markt. Ne? Also wir haben eine relativ hohe Volatilität nach wie vor. Wenn wir jetzt hier im Tageschart schauen, so etwa 300 Punkte bewegt sich der DAX am Tag. Wunderbare Bewegungen, die man eben natürlich auch relativ gut ausnutzen kann. Wenn wir jetzt aktuell mit dem Schlusskursbereich 12.300 über sprechen, aus dem Freitag ist das hier unten der Bereich um die Marke 11.300. Ganz grob, ich glaube bis sogar 11.400 oder 11.450, aber da ist schon noch Puffer nach unten von mehreren hundert Punkten, die man A, gucken kann, ob man die vielleicht auch im Gesamten mal bekommt, ja, oder aber zumindest im Daytrading natürlich immer wieder schaut, dass man gegebenenfalls nach wie vor eher die Tendenz auf der Short-Seite als auf der Long-Seite hat. Und ich denke, das wird auch in den nächsten Wochen im gewissen Grade so stattfinden. Heißt allerdings nicht, und da kommt es dann natürlich auch auf das eigene Risikomanagement, Trade-Management an, dass wir nicht zwischendurch auch mal Tage haben, die long laufen. Das war ja die Frage, warum läuft denn der Markt nach oben, obwohl es doch eigentlich klar ist, dass der nach unten muss. Naja, Mensch, seit Beginn des Jahres ist es klar, dass es eigentlich nicht nach oben laufen kann. Und schaut euch das Ganze an, was da eigentlich passierte im aktuellen Handelsjahr. Wir hatten teilweise sehr, sehr starke Druckphasen nach unten. Dann hatten wir wieder merkliche Aufwärtsbewegungen, wieder nach unten, wieder nach oben, wieder nach unten, wieder nach oben, jetzt wieder nach unten und wieder nach oben und wieder nach unten. Der Markt bewegt sich nun mal im Zickzack. Ja, dann findet man kleinere Headlines, vielleicht so ein bisschen Entwarnung bei dem einen oder anderen Punkt, der dann eben für kurzfristige Longs spricht, aber das große Bild ist abwärts. Und ich würde jetzt zumindest aus aktueller Sicht das große Bild abwärts auch nach wie vor noch nicht beenden wollen, sondern dass wir, auch wenn wir mal ein bisschen zwischendurch, vielleicht sogar mal eine Woche long bekommen, dass man dann trotzdem
im Übergeordneten nach wie vor eher die Abwärtsseite immer wieder auf dem Schirm hat. Und sobald wir dann eben merken, der Markt fängt an zu kippen, kann man da eben auch wieder ein bisschen mehr Gas geben. Das für S&P und DAX erstmal die Gedanken für die kommende Handelswoche im Kern, im übergeordneten Bild. Euro-US-Dollar. Und hier müssen wir ja quasi in den Wochenchart gehen, um überhaupt einzunorden, wo wir da aktuell stehen. Und man kann jetzt hier, Moment, da müssen wir sogar noch weiter zusammenschieben, auch die Jahrtausendwende, da wo wir mit dem Dollarindex schon mal gerade drüber sprachen, diesen Bereich und jetzt sogar schon mittlerweile fast unterlaufend, da sind wir jetzt gerade hineingelaufen. Also die Anhebungen, die stärkeren Anhebungen der Fed, die japanische Notenbank, die jetzt entsprechend intervenierte, das bedeutet ja auch, also wir haben ja gerade sehr, sehr viele Trades zwischen dem japanischen Yen und dem US-Dollar gehabt, also da sind entsprechend große, große, richtig große Volumina im Yen und im Dollar quasi verschoben worden, um es einfach zu erklären. Und jetzt gibt es dort in diesem, im japanischen Yen eben eine Änderung der japanischen Zentralbank, was wiederum zu starken Umschichtungen auch nicht nur in der vergangenen Handelswoche, sondern auch zukünftig führen kann, was entsprechend auch zu volatilen Bewegungen im entsprechend Dollar führt, was dann wiederum auch zu etwas stärkeren Bewegungen in entsprechenden Dollar-Pairs führen kann, Euro-US-Dollar, japanischer Dollar, US-Dollar oder eben auch andere Währungen, die mit dem Euro-US-Dollar in dem Falle dann gekoppelt sind. Im Allgemeinen somit der Dollar nach wie vor volatil, was zu den entsprechenden Bewegungen dann auch in den Aktien, in den Dollar-Währungspaaren führt. Hier ist es sehr, sehr, also hier muss man wirklich nach wie vor sehr, sehr vorsichtig sein, hier gegenzuhalten. Allerdings haben wir jetzt auch hier, wenn wir mal auf den Tageschart gehen und unten raufschauen, wir haben aktuell eine Volatilität im Dollar, Euro-US-Dollar von über 100 Pips. Das ist für eine Währung nicht wenig. Ja? Man muss sagen, wir hatten Phasen im Euro-US-Dollar, da haben wir uns 40 Pips, 50 Pips am Tag bewegt. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Aktuell sind wir wieder auf einem relativ hohen volatilen Niveau, was natürlich bedeutet, dass auch Gegenbewegungen mitunter nicht uninteressant sind. Allerdings muss man sagen, schaut euch seit vergangener Handelswoche Mittwoch, nicht vergangener, vorletzter Handelswoche Mittwoch, da kamen, war es Mittwoch, ich war im Urlaub, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war Mittwoch, wo die CPIs herauskamen aus den USA, die Verbraucherpreise aus den USA. Nochmals signalisieren, die Inflation in den USA ist nicht vorbei. Was da dann schon dazu führte, dass die Annahme, dass die Fed eventuell stärker vorgeht oder sogar eben, ja, also generell stärker, hawkischer vorgeht, das wieder anfachte. Euro-US-Dollar nach unten, Dollar-Stärke, abwartende Seitwärtsbewegung. Dann kam in der vergangenen Handelswoche das Statement von Jerome Powell. Schon vorher ging der Euro-US-Dollar in die Knie, aber dann kam es eben dazu, dass er nochmal sagte, ja, also wir müssen das tun, wir müssen die Zinsen anheben, wir erwarten ein geringeres BIP, wir erwarten, dass die Arbeitsmarktdaten schlechter werden, das nehmen wir auch alles hin, wir müssen zusehen, dass wir die Inflation bekämpfen, wir wollen wieder in Richtung 2 kommen, also nochmal eine ganz, ganz klare Linie, was hier wirklich zu klaren Bewegungen im Euro-US-Dollar führt. Nichtsdestotrotz, klar, zwischendurch auch mal wieder Aufwärtstendenzen denkbar, man muss nur hier aufpassen. Es gibt dieses Sprichwort und das ist eines, was man sich am liebsten auf den Unterarm tätowiert. Never fight against the Fed. Beziehungsweise versuche nicht gegen Zentralbanken zu agieren. Zumindest nicht im großen Bild. Im Daytrading, im wirklich kleineren Bewegungen, wo wir hier um 50, 60, 70, 80, vielleicht 100 Pips reden. Das ist was anderes. Aber ich weiß, dass viele eben sagen, Mann, guck doch mal, wie der gefallen ist. Der muss doch irgendwann mal zurückkommen. Und hier jetzt Bewegungen oder eben Trades reinlegen, vielleicht eben auch ohne Stop oder irgendwie weitere Trading-Fehler, bitte seid hier vorsichtig. Das zeigt zwischendurch immer mal wieder kurzzeitig Stärke, aber das Bild zeigt aktuell in meinen Augen weiterhin eher auf der Abwärtsseite als am Ende auf der Aufwärtsseite und von daher be careful, seid vorsichtig bezüglich des Euro-US-Dollars, beziehungsweise generell gegen den Dollar zu wetten, auch wenn der so stark ist und auch wenn es nicht unwahrscheinlich ist, dass der sich eben auch mal wieder ein bisschen auf der Abwärtsseite zeigt, bitte seid hier vorsichtig. Wir werden es täglich beleuchten und entsprechend auch mal gucken, ob wir da wieder das ein oder andere Setup besprechen. Ähnliches, und ich habe das ganz große Bild im Gold mal gemacht. Wir wissen nicht, oder ihr wisst, dass ich aktuell wenig auf den Goldpreis schaue, dass ich auf wenig auf WTI, also nicht schaue, stimmt nicht. Schauen tue ich viel drauf. Schauen tue ich auch viel auf die Öle, WTI und Brent. Aber ich handle es aktuell sehr, sehr wenig. Weil einfach die Möglichkeiten in den Märkten, die mir lieber sind, Indizes und Währungen, gerade was, wir haben es ja gerade gesehen, Euro, US-Dollar, 100 Pips am Tag, wunderbares Umfeld, um aktiv zu sein, viel, viel interessanter zu handeln als am Ende der Goldpreis oder eben
auch entsprechend die Öle. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Goldboss auch ein Vehikel, was man durchaus traden kann, was allerdings auch sehr, sehr stark, und das hatten wir uns angeschaut, auch immer wieder sehr, sehr stark abhängig ist vom Dollar. Denn Xau US-Dollar, da steckt halt Dollar drin. Und wenn der Dollar diese enorme Stärke sieht, dann kann der Goldpreis begründbar noch so logisch eigentlich aufwärts gehen müssen. Wenn der Dollar die Stärke sieht, die er aktuell sieht, dann ist der Goldpreis eher abwärts tendierend, beziehungsweise da wird es dann jede logische Begründung, weiß ich, Gold ist der sichere Hafen, Gold müsste eigentlich steigen, wenn die Indizes fallen, das sind ja so die Kernpunkte, die immer kommen, da wird es dann schwierig. Ja? Und das sehen wir im Prinzip auch im Chart. Und das sehen wir auch immer wieder, dass sich eher die Abwärtsseite zeigt. Und das waren ja auch von meiner Seite immer wieder so eigentlich die Kerngedanken, dass man hier schaut, okay, wenn dann lieber die Short-Seite in irgendeiner Art und Weise handeln, anstatt der Long-Seite, und dass man auf jeden Fall im Goldpreis handelt, immer mal zur Absicherung mal kurz nach links schaut in Richtung Dollar, was macht der? Und wenn der eben weiterhin Stärke symbolisiert, dann seid bitte vorsichtig, im Goldpreis long zu gehen. Ihr seht es, es ist halt in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr schwierig, hier wirklich Longs nachhaltig reinzubekommen. Und ich bin persönlich im Goldpreis ja nicht derjenige, der wirklich so auf kleinere Tagesbewegungen geht, sondern wenn dann so auf 2, 3, 4 Tagesbewegungen. Und da ist es wirklich unheimlich schwer gewesen, da überhaupt aktiv zu sein. Auf der Abwärtsseite allerdings, in Anführungsstrichen, eigentlich einfacher. Aber dann handle ich lieber in Euro, US-Dollar, irgendwelche Dollar-Pairs oder generell die Währungen als den Goldpreis. Von daher, wir sind hier in einer Schiebezone und rein charttechnisch, solange wir, und da können wir jetzt wirklich, und ich denke, da wird es halt oft schwierig, solange wir quasi diesen Bereiche, diesen Widerstandsbereich, beziehungsweise auch noch diese zwei Hochpunkte hier oben im Goldpreis, da reden wir jetzt um den Preis so 16,90 in etwa, ja? Aktuell sind wir im Bereich um die Marke 16,43. Solange wir da drunter sind, das ist charttechnisch eh eher short als long. Erst wenn wir anfangen, in diese Bereiche hier oben zu kommen, dann muss man zumindest aus charttechnischer Sicht ein bisschen gucken, ein bisschen vorsichtiger sein, schauen, wie der sich hier oben mit dem Bereich verhält, wie er dort reagiert. Und wenn wir da rüberkommen und uns da oben etablieren, was definitiv nicht in 2, 3 Stunden stattfinden wird, ja, sondern wenn der sich vielleicht hier über ein paar Handelstage nach oben kämpft, hier erstmal so zu kämpfen hat, vielleicht mit der ehemaligen Range, dann da durchgeht und dann sich hier oben etabliert, und wir sind jetzt aktuell hier im Halbstundenchart, das dauert, bis das passiert, dann können wir nochmal sagen, okay, zumindest charttechnisch könnte hier eine Wendung stattfinden. Wir könnten dann eben gucken, was macht der Dollar. Und wenn sich dort Anzeichen zeigen, dass aus welchen Gründen auch immer dann eben da vielleicht wirklich die Stärke ein bisschen rausgeht, wir vielleicht sogar im Euro-US-Dollar eben eher mal auch Long-Signale bekommen, was auch nur ein Weilchen dauern würde, dann könnte man hier eben mal schauen, okay, vielleicht wird es auch für den Goldpreis interessant, sich mal mit der Long-Seite zu beschäftigen. Ansonsten, wie gesagt,